Die B152 zwischen Steinbach und Weißenbach am Attersee wird wohl noch Wochen bzw. Monate gesperrt bleiben. Stille Zeugen vom gewaltigen Felssturz Anfang Februar machen die drohende Gefahr, die noch immer vom kleinen Schoberstein ausgeht, deutlich sichtbar. Jetzt erfolgt eine erste gezielte Sprengung, weitere sollen folgen. Der große Teil, der noch oben ist, wir schätzen, das sind um 2000, möglicherweise sogar 3000 Kubikmeter, die werden jetzt happenweise innerhalb des nächsten Monats heruntergesprengt. Man kann davon ausgehen, dass die einzelnen Sprengungen dann wesentlich mehr Material natürlich fördern werden als heute. Bei dieser ersten Sprengung wurden 75 Kubikmeter Fels abgetragen. Dafür waren 25 Kilogramm Sprengstoff notwendig. Die Sprengung ist gut verlaufen, so wie wir es uns vorgestellt haben. Und jetzt ist gerade der Geologe und unsere Vorarbeiter vor Ort, sich abzuseilen und die Sprengstelle nochmal zu inspizieren und weitere Maßnahmen durchzubesprechen und den weiteren Arbeitsablauf zu fixieren. Der Fall des Gesteins da unten, das lässt sich nicht berechnen, nur vorher sehen. Und dass man die zwei Bereiche, es sind nur zwei Gräben und das Material ist aber so zerkleinert, dass das geplant war, dass es auch nicht bis in den Talboden auf die Straßen stürzt, das ist im Gelände liegen geblieben. Warum gerade an dieser Stelle die Gefahr so groß ist, lässt sich nur schwer beantworten. Das gesamte Gebirge ist ständig den Kräften der Tektonik ausgesetzt. Das Gebirge muss irgendwo ausweichen. Wir haben es gleichzeitig auch mit der Verwitterung zu tun. Wir gehen davon aus, dass wir es da ganz typisch mit einem Frost-Tauwechselproblem zu tun gehabt haben. Diese Leitenstraße ist eine wichtige Verkehrsverbindung, nicht nur für Tourismus und Wirtschaft, sondern auch für 6 Kinder aus Weißenbach, die in Steinbach Kindergarten und Schule besuchen. Die fahren in der Früh schon relativ zeitig weg, um 6:45, fahren dann die ganze andere Seeseite mit einem Kleinbus und sind 55 Minuten schon am Schulweg unterwegs in der Früh und auch Mittag wieder zurück. Aufgrund der extremen Landschaftsform wird auch in Zukunft ein Restrisiko bestehen bleiben. Darüber sind sich die Experten einig. Es wird auch so sein, bevor die Sofortmaßnahmen nicht so viel Sicherheit geben, dass man wieder die Straße passieren kann, wird man es auch nicht freigeben. Aber es wird auf jeden Fall jetzt einmal mehrere Wochen und wahrscheinlich Monate dauern, bis man das wieder so weit hergestellt hat, dass man gefahrlos passieren kann.